Es steht geschrieben, dass 36 Puzzlos diese Tür öffnen. Er hat genügend Puzzlos, um meine Herausforderung anzunehmen. Wünscht er, zu meinem Tempel zu reisen. Oh, das ist praktisch. Aber jetzt noch nicht. Denn wir haben die Pömpelschuhe. Wenn die Kamera mitspielen würde. Und mit den Pömpelschuhen können wir absolut gar nichts machen, denn wo sind die? Pömpelschuhe, die waren hier neben. Ach, willst du mich doch verarschen? Du willst mich doch verpömpeln? Ha. Ich mag diese Brücke nicht. Ich kann nicht lenken. Komm schon. That was close. So nicht. Falschhalten. Ach stimmt, falschhalten kriegen wir ja nicht mehr. So, gehen wir nochmal gedanklich die Welten durch. 1, 2, Hexhex Park. Das ist. Das ist zweideutig, eindeutig in die nächste. Mit 36 Puzzlos haben wir noch einen riesigen Vorsprung. Das ist definitiv die nächste Welt, die wir bereisen. Wünscht er, zu meinem Tempel zu reisen? Ja, wünscht er. Direkt auf das Puzzle, das ist schön. Ja. Das ist ein fröhliches Lösen, wenn man einfach das Bild nicht sieht. Ich weiß auch gar nicht, warum wir so viel Zeit haben. Ich meine, ich sehe nicht mal das. Ich sehe nicht, was ich hier mache. An sich. Also doch, ich sehe schon, was ich mache, aber ich habe keine Ahnung, ob welche Puzzlos wohin müssen. Er hat Puzzlos Aufgabe 7 gelöst. Nun wird in den Weg weisen. Und trotzdem schaffe ich's. Also, wer hier sich beschwert, dass die Puzzlos zu schwer sind, weiß ich nicht. Da fehlen mir die Worte, ja. Wow. Na komm. Siehe die Macht des gewaltigen Puzzlo. Ich sehe. Aha, ich sehe hin. Bam. Kabusch. Richtig. Jetzt ist lustig gefunden, weil die Tür zu hoch gefahren worden. Er ist in der Tat der Auserwählte. Er hat sogar genug Puzzlos für Puzzlos Aufgabe 8. Was wären wie viel? 45. Oh, das könnte knapp werden. Aber 10 Puzzlos mehr. Das könnte knapp werden. Ich weiß nicht, ob wir nochmal ein drittes Puzzle hier lösen. Puzzle lösen können. Das müsste jetzt das Wölkchenland sein. Ich höre nichts. Also normalerweise ist eigentlich immer irgendwas. Warum fehlt jetzt hier der Sound im Puzzle-Dingens? Ich meine, wenigstens mal ein Springen oder so.
Aber nö. Nee. Hier fehlt ja alles. Sehr merkwürdig. Eine puzzellose Aufgabe auch gelöst. Nun wird er den Weg weisen. Siehe die Macht des gewaltigen Puzzlo. Ich glaube, ich habe schon mal gesehen. Aber ich bin mir nicht sicher. Hexoland, Ödland. Dann sag ich doch. Aber warum... gab es keinen Sound dazu. Ich finde das sehr merkwürdig. Achso, so bahnt der Strahl also seinen Weg. Aha. Interessant. Natürlich. Durch die Klippe, durch die Spalte durch. Richtig. Riesenstrahl, 10.000 Volt einfach drauf. 5.000 Volt und sie dreht sich im Kreis. Ah, schön. Und... mir fehlen die Worte. 55, ja? Ja, das sag ich doch. Ich frag mich, ob das so geplant war oder ja, durch Zufall. Sag mal, wo die Puzzlos unterscheiden sich auch nur darin, dass die, dass ja ein, zwei Puzzleteile mehr fehlen, oder? Ey, ganz ehrlich. Und die Zeit wird sogar, glaube ich, noch mehr. Beim letzten Mal hat man da nicht nur 80, hat man da nicht 80 oder 90 Zeit? Hm, ich weiß es nicht. Ich meine, ich muss es ja nicht mehr drehen. Beim 9. Puzzle da bei, in Banjo-Kazooie musste ich das schon längst drehen. Kann ich das überhaupt hier drehen? Nö. Wahrscheinlich fanden sie die Puzzlos zu schwer. Er hat Puzzlos Aufgabe neu gelöst. Nun wird er in den Weg weisen. Tja, wo das wohl sein mag. Das kommt mir irgendwie so bekannt vor, als hätte ich das schon mal gesehen. Siehe die Macht des gewaltigen Puzzlo. Hey, da waren wir doch gerade. Und da geht's hoch. Strom auf Strom. Stromausfall. Ja, passiert eben. Für Aufgabe 10? Was ist denn Aufgabe 10? Da müssen wir sogar noch zwei Welten machen. Beziehungsweise eine und dann die andere noch vervollständigen. Aber Aufgabe 10? Ich bin hochgradig verwirrt. Ruhe, Clippy. Nein, das ist nicht dämlich oder affig oder irgendwas. Gar nicht. Das ist jetzt eine Riesenwelt. Wirklich eine Riesenwelt. Zwei Jahre, endlich bin ich in der Vulkanwelt mit einem Bauch voll Wasser. Ich wusste, das kann mir lange ohne Wasser aushalten, aber zwei Jahre? Yeah, yeah. Ba-da-b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 a-
Tja, so stehen wir hier denn am Anfang. So stehe ich hier, ich arme vor, bin so klug als wie zuvor. Tja, da ist ein Zelt mit nichts drin, außer ein paar Eier. Da haben wir unsere erste Platte. Was bist du? Achtung, Baden verboten, es sei denn, du möchtest gekocht werden. Tja. Ich glaube, du hast da nicht für eine Vulkantour gezahlt. Ich mache es dir heiß unter deinen Pelzfüßen. Na, mach das mal. Rums. So, wo kommen wir denn da raus? Na komm. Hallo. Die scheinen die Hitze nicht zu vertragen. Tschüss. Da ist Mumbo. Der mag uns jetzt aber erstmal noch nicht interessieren. Tschüss. Na komm, schieß drauf. Roms. Und Benjo steht da so unberührt. Oh mein Gott. Komm her. So nicht. So nicht, Freundchen. Au. Das war Hilfe. Aua. Ist das böse? Bist du jetzt mal fertig? So haben wir uns auch eine schöne Abkürzung geschaffen. Uiuiui, uiuiui. Aua. Komm her. Komm ruhig nochmal her. Hallo. Hallo. Aua. Kannst du das mal lassen? Gut, nutze ich eben die Gelegenheit, um hier hochzukommen. Mir doch egal. Herrschaftsdaten. Was soll das jetzt? Ui, toll. Hab's ja richtig weit gebracht. Könnte ich jetzt... Kein Schuss? Oh, das ist schön. Denn auch das Erste, worum ich mich jetzt kümmern werde. Das mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu verfrüht sein. Aber das ist mir jetzt egal. Ich besiege den Boss. Nein! Nein! Nö. Und zwar den Ersten. Aber nicht mit zwei Leben. Willst du mich verarschen? Ja. Das haben wir auch schon den Vulkan des anderen Bosses. Aber so finde ich das jetzt nicht nett. So, was ist denn hier außen? Der Vulkan, der Bahnhof. Den hole ich mir gleich mal. Roms. Die Schienen sehen nicht sehr stabil aus, möchte ich sagen. Also die sind ein bisschen sehr dünn und ein bisschen
gar nicht abgesichert. Für meinen Geschmack. Was ist jetzt hier? Geht's wahrscheinlich auch einfach nur nach unten. Das hört sich mir sehr nach einer Arena an. Ich da nur drauf komme. Das Puzzleteil. Das wird auch eine schöne Queste. Der Vulkan ist heiß. Wie man vielleicht annehmen kann. Nein. 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 Ist das Spiel mir jetzt wirklich abgeschmiert? Jupp, das Spiel ist mir abgeschmiert. Das ist nicht so schön. Wird ausgeführt. Also es steht nicht da, keine Rückmeldung. Tja, nun. Ich speichere einfach mal hier. So, und jetzt dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich unter Umständen in der nächsten Folge oder gleich wieder, ohne meinen Kommentar aber, wenn ich das letzte Puzzle der Grunty Industries hole. Also entweder schaut ihr noch weiter und es kommt jetzt noch was oder es ist jetzt vorbei. So oder so würde ich sagen, bis dann, Leute, haut rein und tschüss.